Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ophelia. Ich bin Mitarbeiterin bei Wildwasser Chemnitz, Erzgebirge und Umland e.V. Wir sind eine von vielen Fachberatungsstellen in Deutschland zum Thema sexualisierte Gewalt. Heute lade ich euch ein zu einem Rundgang durch unsere Beratungsstelle, um euch mal zu zeigen, wie es da eigentlich so abläuft. Meine Kolleginnen und ich arbeiten in Chemnitz und im Erzgebirgskreis, was beides im Bundesland Sachsen liegt. Was wir da machen, fragst du dich? Nun, wir beraten Kinder und Jugendliche, die von sexuellem Missbrauch betroffen sind. Außerdem kommen Eltern oder Großeltern zu uns in die Beratung, die sich Unterstützung wünschen, weil ihre Tochter oder ihr Enkelsohn sexualisierte Gewalt erlebt haben. Und vielleicht wissen sie nicht, wie sie mit ihnen umgehen sollen. Und dann sind da noch die Schulsozialarbeiterinnen, Lehrer, Trainerinnen aus Sportvereinen, Kita-Erzieher oder andere Menschen, die sich an uns wenden, weil sie sich Sorgen um ein Kind oder einen Jugendlichen machen. Mit ihnen arbeiten wir zusammen, um gemeinsam sexuellen Missbrauch zu verhindern und Kindern und Jugendlichen schützend zur Seite zu stehen. Wie wir die Menschen beraten? Naja, grundsätzlich kann bei uns jeder Mensch wählen, ob er persönlich oder am Telefon beraten werden möchte. Unsere Beratung ist dabei immer kostenlos. Am besten ist es in jedem Fall, vorher einen Termin zu vereinbaren. Außerdem bieten wir Beratung auch per E-Mail oder im Chat an. Da kannst du anonym bleiben, wenn du das möchtest. Was mir und meinen Kolleginnen dabei wichtig ist? Wir behandeln alles, was uns berichtet wird, vertraulich, denn wir haben eine Schweigepflicht. Wir wollen allen Menschen, die zu uns kommen, einen geschützten Raum geben, wenn sie über unangenehme Erfahrungen sprechen. Denn der Schritt in eine Beratungsstelle kostet oft viel Überwindung. Manchmal ist es hilfreich, eine Vertrauensperson zur Unterstützung und Begleitung mitzubringen. Um Betroffenen Schutz und eine gewisse Anonymität bieten zu können, befindet sich unsere Beratungsstelle in einem Bürogebäude und ist von außen eher unauffällig. Dennoch ist unsere und die Adressen der Beratungsstelle in deiner Nähe, aber auch in ganz Deutschland, meist schnell und unkompliziert im Internet zu finden. Mein Spezialgebiet sind ja die Präventionsveranstaltungen. Ich begleite meine Kolleginnen vor allem zu Veranstaltungen für Kinder im Vorschulalter und an Grundschulen. Aber es finden auch für Jugendliche und junge Menschen Prävention an weiterführenden Schulen und Berufsschulen statt. Ziel ist es, euch durch eine lockere Mischung aus abwechslungsreicher Selbsterfahrung und Wissensvermittlung rund um das Thema sexualisierte Gewalt zu informieren und zu stärken. Inhaltlich geht es dabei um die Gefühle von Kindern und Jugendlichen und um gute und schlechte Geheimnisse. Wir sprechen über unseren Körper, welche Grenzen wir spüren, wenn andere uns nahe kommen oder wie es uns geht, wenn wir im Chat belästigt werden. Und wir reden darüber, dir unbedingt Hilfe zu holen, wenn jemand deine Grenzen verletzt. Neben der Prävention ist es aber auch notwendig, dass Fachkräfte wie zum Beispiel Lehrerinnen, Horterzieher, Mitarbeiterinnen im Jugendamt oder Schulsozialarbeiter zum Thema sexualisierte Gewalt Bescheid wissen, wenn sich betroffene Kinder und Jugendliche vertrauensvoll an sie wenden und um Hilfe bitten. Denn es ist wichtig, dass diese Personen wissen, wie sie reagieren können, dass sie sicher auftreten und dass sie dann auch die verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten kennen. Deshalb gehört es auch zu unseren Aufgaben, Weiterbildungen für Fachkräfte anzubieten. In unserem Informationsregal findet ihr jede Menge Infomaterial rund um die Themen sexueller Missbrauch oder sexuelle Übergriffe unter Kindern und Jugendlichen. Und ihr bekommt bei uns Flyer, wo ihr euch noch Hilfe holen könnt. Zum Beispiel bei Opferberatungsstellen oder anonym bei der Nummer gegen Kummer. Außerdem haben wir eine umfangreiche Bibliothek mit Kinderbüchern, Büchern, in denen Betroffene über ihre eigenen Erfahrungen schreiben,
Fachliteratur zum Verhalten von Täter und Täterinnen und zur Prävention von sexuellem Missbrauch, aber auch Bücher zu Selbsthilfestrategien. So, jetzt ist es auch schon Zeit, Abschied zu nehmen. Ich hoffe, dir hat der Rundgang durch unsere Beratungsstelle gefallen. Vielleicht war er auch hilfreich für dich. Denn ich weiß, dass der Besuch einer Beratungsstelle manchmal ganz schön Angst machen kann. Solltest du selbst von sexualisierter Gewalt betroffen sein, dann such dir Unterstützung. Es gibt in ganz Deutschland verschiedene Beratungsstellen, die dich zu diesem Thema beraten und unterstützen. Wo du deine nächste Beratungsstelle findest, kannst du ganz einfach im Hilfeportal nachschauen. Oder du wendest dich anonym und kostenfrei an das Hilfetelefon. Tschüss und bis bald, eure Ophelia.